Ich glaube, ich gebe mir heute mal wieder Nachmittagsfernsehen. Der 48-jährige Karl Gustus Jeremy Jerome Franziska von Hoden hat ein Verhältnis mit seinem Bruderonkel. Doch was wird seine Schwestertantenmutter Horst dazu sagen? Vermutlich wieder nichts, denn der ist immer noch stumm und außerdem tot. Einen wunderschönen Dudes und Dudins, Stud, Le News, Le Floyd und was zur Hölle geht in den Köpfen mancher Menschen vor? Yay, supergeilste Idee ever! Ihr wundert euch aber ohne Scheiß, das ist die geilste Metapher ever für die supergeile Idee, die das ZDF jetzt hatte. In einer total tollen Doku-Soap dürfen 6 Leute jetzt dauerhaft begleitet von Kamerateams Flüchtlinge spielen. Haha! Was zum Fick? Ja, in Nahost und Nordafrika dürfen die Flüchtlingsabenteuerspieler jetzt hautnah den Alltag und das Leben von Flüchtlingen mitspielen, miterleben, mit was auch immer. Also nur halt ohne die Gefahr getötet zu werden, an Krankheiten, Hunger oder Durst zu verrecken. Das soll bitte den Flüchtlingen selbst vorbehalten bleiben, das will ja keiner sehen. Alles andere wäre ja auch blöd, denn der Zuschauer soll sich immerhin am Leid anderer ergötzen. Was für eine schöne Idee für eine Doku-Soap. Ja, okay, nicht gleich ausflippen. Wir sind ja schon einige Dummheiten von beispielsweise RTL und so gewohnt, aber das ist einfach nur noch verachtenswert. Und da freue ich mich doch glatt, dass der gute Holger Kreimeier, kennt sicherlich einige von euch von seinem YouTube-Channel oder seiner Website Fernsehkritik.tv, jetzt eine Petition gestartet hat, die ich in vollem Umfang unterstützen will, nämlich diesen ganzen Scheiß zu stoppen. Wenn man mich schon zwingt, einen Einheitssatz GEZ zu zahlen für Sender, die ich nicht nutze, dann will ich doch auch bitte nicht auch noch das Gefühl haben müssen, so eine Scheiße mit meinem Geld zu unterstützen. Wie seht ihr das? Link zu der Petition, wenn ihr sie unterstützen wollt, selbstverständlich in der Videobeschreibung. Teilt die Petition, teilt dieses Video hier, um die Leute darauf aufmerksam zu machen. Internet, do your fucking thing. Transition! Bei der halt Stopp, wo wir gerade bei ziemlich dummen Aktionen sind, schießen wir gleich noch eine krasse Sache hinterher. Der 31-jährige Derek Medina hat seine Frau erschossen und das Ganze auf Facebook geteilt. Das Foto war da stundenlang online und die Freunde und Bekannten der Familie sind selbstverständlich völlig ausgerastet. Sie haben kommentiert, alle wollten unbedingt wissen, was los ist. Und Medina erklärte daraufhin in einer Art Abschiedspost, indem er den Mord an seiner Frau erklärte, sich von Freunden und Verwandten verabschiedete und gestand, dass er von seiner Frau jahrelang geschlagen und misshandelt wurde. Ganz ehrlich, wie krass, wie abartig heftig muss er das Gefühl für Verwandte und Bekannte sein, die das Foto sehen, überhaupt nicht wissen, was los ist, was jetzt echt oder ein beschissener Scherz ist. Und wie unfassbar muss es sein, dass jemand so einen Kurzschluss hat, dass ihm der Mord an seiner Frau und das Posten der Fotos der Leichen auf Facebook als adäquate Lösung für sein Problem vorkommt. Medinas Anwälte tun jetzt das Einzige, was ihnen noch irgendwie übrig bleibt, plädieren auf psychisch unzurechnungsfähig, denn das dürfte für ihn selbst so ziemlich die letzte Hoffnung sein, nicht im Todestrakt zu enden. Was fällt euch ein, wenn ihr sowas hört? Ein Mord quasi live auf Facebook dokumentiert? Wenn ich sowas auf Facebook sehen würde aus meinem, was weiß ich, Bekanntenkreis, ich wüsste überhaupt nicht, was ich tun soll. Klar, sofort anrufen, aber das, was macht man dann, wenn derjenige gerade nicht rangeht oder wenn das irgendwie, Alter, so heftig. Eure Gedanken zu dem Thema einfach mal in die Comments, ich bin echt gespannt. Ganz im Ernst, wenn ihr die Chance hättet, würdet ihr wissen wollen, wann genau ihr sterbt? Meine Stimme so, Ivan Abdallah-Style. Yeah. Britische Forscher haben einen Lasertest entwickelt, der die Endothelzellen untersucht. Das sind die Zellen, die unter anderem verantwortlich für die Fließfähigkeit des Blutes sind, für den Blutdruck und so weiter. Alles wirklich mit Blut. Blutzug. Durch die Untersuchung dieser Zellen auf diese Art und Weise können nicht nur Krankheiten wie Demenz oder bestimmte Krebskrankheiten hervorgesagt werden, sondern auch das Alter eines Menschen kann sich damit bis auf die fucking Woche genau vorhersagen lassen. Umso mehr Datensätze gesammelt werden, umso genauer wird diese Prognose. Die Datensätze bekommen die Forscher dabei logischerweise von einem kurzen Lasertest. Also gar nicht so aufwendig. Jeder kann sich vorhersagen lassen, in welcher Woche zu welchem Jahr er stirbt. Und meine Damen und Herren, damit präsentiere ich Ihnen voller Stolz die officially creepiest fuck ever. Als Mensch weiß ich bereits, dass ich irgendwann sterben muss. Hoffentlich nicht, mal gucken, was bis dahin noch so geht, aber wahrscheinlich. Das treibt mich allerdings auch an, mein Leben im vollen Umfang zu nutzen. Das treibt mich an, mein Leben zu genießen und das treibt mich an, das zu tun, was ich will und nichts zu verpassen, was ich gerne mitmachen möchte. Wenn ich jetzt allerdings wüsste, wann genau ich sterbe, wäre das ein Druck, mit dem ich nicht umgehen kann. Was, wenn ich in 2 Jahren durch die USA touren will oder was weiß ich, heiraten will oder irgendwas Cooles, worauf ich mich freue und das mich enorm motiviert. Dann kommt einer daher und sagt, hier, pieps, ach guck mal, hier, 18 Monate hast du noch, herzlichen Glückwunsch. Okay. Scheiße. Ganz ehrlich, Krankheitsdiagnose, bitte. Aber Sterbedatendiagnose,
Nope. Was? 16.04.2098? Ganz schlecht, da kann ich nicht. Was haltet ihr davon? Würdet ihr es wissen wollen? Haut mir einfach mal ein Muss-Wissen in die Kommentare, wenn ihr euch so eine Diagnose geben würdet. Oder haut mir ein Auf keinen Fall in die Comments, wenn euch das irgendwie auch Angst macht und ihr denkt, nein, halt, stopp, das will ich auf gar keinen Fall. Ich für meinen Teil nutze meine endkrassen Fähigkeiten und sage eine Transition hervor und eine total entspannte Endcard mit Elbow-Check. Gucken wir mal, ob ich recht habe. Ha! So, Freunde der Sonne, wir sehen uns am Donnerstag wieder. Lasst mir ein Däumchen nach hoch da, damit unterstützt ihr nicht nur mich und meine Show, nein, ich unterhalte mich auch. Was? Ich war noch im Kopf, was ihr feiert und was nicht, das wollte ich eigentlich sagen. Bis dahin, ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Ich freue mich auf euch, auf Donnerstag, auf Montag, auf Gamescom, auf everything. Bis dahin, the Floyd Army, Commando, Tidehoop Gas. Es war mir eine Ehre. Woo!